Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch gerne einen Stuntscooter vorstellen, und zwar den von Albert. Albert Stuntscooter Pro in verschiedenen Farben. Ich habe hier jetzt die Goldvariante und diesen wollte ich euch etwas näher vorstellen. Es ist ein ja, eher für Anfänger gedachter Scooter, wobei er eigentlich wirklich recht gut ist. Und wieso das so ist, sage ich euch direkt nach dem Intro. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. Ja, fangen wir vielleicht von oben an. Und zwar hier das Lenkrad. Das hat eine Gesamtbreite von 47 cm. Außerdem hier diese zwei Griffe sind jeweils 120 mm lang. Und das Ganze ist wirklich super fest, also es dreht sich nicht herum, zumindest bis jetzt noch nicht. Wir haben ihn jetzt seit circa 2 Wochen im Einsatz, also mein Kind spielt damit oder fährt damit rum. Und es hat sich auf jeden Fall noch nicht gelöst und macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Außerdem ist hier der Grip auch wirklich sehr, sehr gut. Und das Ganze ist so leicht gummiert, und wenn ihr da drauf drückt, tut es auch an den Händen nicht weh, wenn man damit Stunts macht oder auch länger damit rumcruist. Seitlich sind auch die Griffe hier zu. Außerdem haben wir hier das Albert-Logo, und weiter hier unten an der Stange haben wir auch nochmal das Logo. Das ist aus Stahl hier. Hier unten haben wir dann unser Headset. Hier weiter unten haben wir dann unser Headset. Außerdem haben wir hier auch noch mal unser Logo, das je nachdem, wie ihr das Lenkrad dreht, hier dann vorne erscheint, was ich auf jeden Fall sehr cool finde. Es schaut auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Dann haben wir hier weiter unten unser Aluminiumdeck, das hier auch so mit einer Beschichtung beklebt ist, die auf jeden Fall für eine gute ja, Standfestigkeit und Rutschfestigkeit hier sorgt. Wir haben hier eine Breite von 11 cm und hier eine Gesamtlänge von 50 cm. Das Ganze kommt auch fast komplett montiert an. Ihr müsst hier nur noch die Gelenkstange hier mit dem Headset hier unten da verbinden. Hier diese 3 Schrauben, es ist auch Werkzeug mit dabei, einfach gut festziehen und ausrichten, damit es gerade ist, und schon kann man damit loslegen. Dann kommen wir hier zu unseren Rollen. Das sind 110 mm Rollen auf A-Back Kugellager, und das ist auf jeden Fall sehr leise und super geschmeidig. Ich höre das kaum, und das macht sie natürlich dann auch bemerkbar beim Fahren. Und die drehen sich auch wirklich sehr, sehr lange. Hier auch nochmal das Aluminiumdeck von unten und unsere zweite Rolle hier hinten. Hier auf der hinteren Rolle haben wir dann auch unsere Stahlbremse. Hier müsst ihr schon etwas fester draufdrücken, damit das Ganze natürlich bremst. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Stuntscooter eignet sich wirklich sehr gut für Anfänger hier in dem Bereich. Oder auch einfach nur Kinder, die einen kleinen Scooter haben möchten, kommen hier auf jeden Fall gut auf ihre Kosten. Es ist wirklich sehr gut in der Verarbeitung und ja, sieht auch ganz, ganz gut aus. Also, wen der Stuntscooter hier von Albert interessiert, ich werde es natürlich wie immer in der Beschreibung auch verlinken. Außerdem würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Ein Abo wäre auch richtig cool. Und ich werde auf jeden Fall euch jetzt hier noch einen kleinen, ja, Einspieler hier anfügen, wo mein Kleiner ein bisschen damit rumcruist, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen, das Video. Schaut doch selber mal kurz rein, und wie gesagt, ansonsten bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.